dieses dreckige, verschissene Kind. Ja, alles klar. Guck mal, wie er da durchpimmelt. Und das war eben noch, war das gerade eben noch ein Aimbot? Gott, jetzt kriege ich wahrscheinlich ultra den Hass ab von den ganzen Apple-Menschen. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur heutigen Cheater-Klatsche. Und da muss ich direkt anhalten. Der hat jetzt schon ein Knife gezogen. Ich meine, erwartet er diesen Salmon da etwa schon hinter der Wand? Ich weiß, ich habe heute... Ah, okay. Ich würde sagen, er hat ihn schon gerochen, ja. Ja, ich habe heute keine Facecam dabei, denn es ist sehr, sehr spät. Ich, alles klar, der sieht wirklich alles, der Kerl. In der Smoke steht da und knifet um sich. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, es ist sehr, sehr spät. Und ich möchte jetzt nicht noch geblendet werden von meinen Scheinwerfern, weil ich jetzt gleich ins Bett gehe. Aber ich will halt noch etwas für euch aufnehmen, weil ich sonst morgen kein Video habe. Also leider haben wir den Wallhack schon confirmed. Jetzt direkt zu Anfang, also würde ich mal so behaupten. Ich würde sagen, spätestens das in der Smoke war, er hat wirklich genau auf den Kerl drauf geaimt oder drauf geschaut. Mit dem Knife kann man ja nicht wirklich aimen sagen. Ganz klar, Wallhack. Falls ich zwischendurch mal Aim und Wallhack vertausche, einfach die Wörter, dann ist es nicht mit Absicht. Sondern einfach, weil es schon so spät ist und ich tatsächlich dann öfter mal, das falsche Wort sag. Ja, alles klar. Guck mal, wie er da durchpimmelt. Und das war eben noch, war das gerade eben noch ein Aimbot? Das ging aber sehr schnell auf den Kopf gerade eben. Sehr, sehr schnell. Passt mal ganz genau auf, was er jetzt treibt. Also wie gesagt, Wallhack müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr, den müssen wir nicht mehr confirmen. Wir schauen nur noch nach dem Aimbot. Will er jetzt hier durch die Wand noch einen, also das wäre jetzt ja wirklich das Dreiste von Dreistigkeit. So, ich glaube, ist das so ein bisschen... Na okay, das war jetzt halt... ich würde jetzt sogar fast etwas auf Aimbot plädieren. Ganz leicht. Ihr habt mich übrigens schon sehr oft wegen meinen Crosshair-Settings gefragt. Ich habe euch die Crosshair-Settings, sofern ich es nicht vergessen habe, jetzt mal hier in die Videobeschreibung reingekloppt. Dafür ist sehr viel anderes nicht darin enthalten. Also die übliche Videobeschreibung eben. Wer schaut da schon rein, nicht wahr? Ihn hat er natürlich auch schon längst gesehen. Was ein räudiger Kacknoob wirklich ist. Es ist unglaublich. Ich meine, natürlich ist es klar, dass nur Kacknoobs mit Minischniedeln überhaupt die Nötigkeit empfinden zu cheaten. Logisch. Aber dass man dann so schlecht ist, so schlecht, so unglaublich schlecht. Krass. Es ist wirklich krass. Auf, hopp, mach irgendwas. Mach jetzt mal dein Aimbot hier noch ein bisschen. Ja, das scheint... Er zuckelt so komisch dem Gegner hinterher, aber das, aha, aha. Na, ja, das war auch normal. Bei Aimbot ist es. Aimbot ist ein Scheiß. Es gibt diesen extrem offensichtlichen Aimbot und dann wiederum Aimbot, wo du denkst, da sagt die eine Hälfte der Leute, die das sehen, der aimt ganz klar, da ist der Bot dahinter. Und die andere Hälfte sagt, was labert ihr? Aber so an sich hat er ja so oder so den Wallhack auf jeden Fall activated und das wird auch jeder andere so sehen. Das heißt, den Bann bekommt er so oder so. Also der kommt dann nicht mehr drum rum. Und es scheint mir auch jemand zu sein, der gar nicht versucht, es zu verstecken. Es ist sicherlich jemand, der vielleicht einen Account gehackt hat von einem Kumpel oder eben von einem Feind, wahrscheinlich er, und jetzt diesen Account zum Fall bringen will. Das ist auch mit eine der wenigen Erklärungen, die man, finde ich, finden kann für solche offensichtlichen Fälle. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich offensichtlich cheatet und dann aber nach wie vor im Hinterkopf hat, hoffentlich wird mein Account nicht gebannt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wie gesagt, meine Crosshair-Settings stehen hier unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr sie euch gegebenenfalls sogar rauskopieren oder eben sie davon abschreiben. Ich fühle mich jetzt gerade wie in so einer ganz gemütlichen Talkrunde, weil ich jetzt ganz genüsslich in das Spiel gucke. Ich hocke schön im Dunkeln, die scheiß Scheinwerfer sind nicht an. Und hin und her. Es ist richtig bequem gerade. Da fällt mir doch direkt eine Frage ein, die ich schon seit langem beantworten wollte, weil mich immer mal wieder welche fragen. Und zwar, was ist meine Lieblingsmap hier bei CSGO? Also meine Lieblingsmap ist aktuell Cache. Das ist meine absolute Lieblingsmap. Keine Ahnung. Die Leute sprechen das immer unterschiedlich aus. Also ich sage immer Cache. Cage. Es gibt ja die krassesten Variationen, was diese Map angeht. Also speziell in der Aussprache. Und das ist so meine Lieblingsgeschichte. Guck mal, wie er die Nate sogar passend auf ihn draufgeworfen hat, weil er ihn halt sieht. Dieses dreckige, verschissene Kind. Ich sehe natürlich von hier auch, dass es ein Kind ist, so wie er an sich spielt. Deswegen werde ich natürlich auch, es ist völlig klar, ein Kindergesicht in die Thumbnail setzen, denn, ja, wie gesagt, ich habe die Gabe herauszusehen, ob es ein Kind ist oder nicht, und das ist ein Kind. Ich kann sogar das Geschlecht heraussehen, es ist dieses Mal wieder ein kleiner Junge, der jemanden knifet, wenn er ein kleiner Sohn ist, also der Kneifende, nicht der Geneifte. Ich wurde jetzt auch bestimmt schon 1000 Mal gefragt, unübertrieben, ob ich mal ein FAQ machen kann, will, darf oder hin und her. Ich werde demnächst mal ein FAQ machen, dafür werde ich aber speziell ein Video erstellen, unter das ihr dann auch die Fragen an mich kloppen könnt. Ich werde dann auch noch andere Dinge zulassen, wie Fragen über Facebook, über Instagram und den ganzen Scheiß. Aber ich denke, es wird uns an Fragen nicht mangeln. Jetzt habe ich euch halt eine schon vorweggenommen, also meine Lieblingsmap. Aber ich denke, ihr habt noch andere Fragen. Oh Mann, was für ein Kacknoob. Ich habe schon versucht zu gucken, wie ich das machen kann, dass ich Snapchat mit reinnehmen kann. Weiß jemand zufällig, wie ich Snapchat möglichst einfach, also wie ich diese Videos von euch möglichst chillig abfilmen kann? Kann ich Snapchat ohne großartigen Emulator zu laden auch auf dem PC öffnen und eure Videos
Wunschliste anschauen? Oder muss ich mir erst eben einen entsprechenden Emulator auf dem PC ziehen? Ich hätte da schon einen drauf, aber ja, da muss ich halt auch erst rumfuhrwerken und wursten. Ich weiß, es wäre sehr, sehr cool, wenn ihr einfach Videos erstellen könntet. Aber ja, es ist halt schwierig. Möglicherweise, was denn du und so? Könnt ihr diese Snapchat-Videos auf Facebook posten oder so, mir dann schicken? Weil da kann ich es einfach abfilmen mit Fraps. Das wäre für mich am gemütlichsten. Also wenn ihr mir, falls ihr mir Fragen in Videoform schicken wollt, können wir das ja dann vielleicht über andere Portale machen. Im Moment, ich habe nur dieses, mein Geschäftshandy ist jetzt halt so ein iPhone und ihr wisst, was ich von iPhones halte. Und da wird halt auch wieder meine Bedenken kommen halt wieder zum Tragen. Wie nehme ich denn überhaupt so ein scheiß Video auf? Und wie kriege ich das Video von diesem verkackten iPhone auf meinen PC und hin und her, das ist einfach räudig. Ah! Gott, jetzt kriege ich wahrscheinlich unter den Hass ab von den ganzen Apple-Menschen. Ja, naja, deswegen ist es so eine leicht krepelige Geschichte. Oh Gott, es ist schon vorbei. Jetzt habe ich mich voll verlabert. Das kriegen wir bestimmt noch gebacken. Ihr könnt mir jetzt schon mal hier drunter schreiben, was ihr speziell für das FAQ davon haltet, wegen den Videos. Ob es also überhaupt viele Leute gäbe, die Videos machen würden, also sowas wie, bist du behindert oder halt irgendwelchen lustigen Kram, oder ob ihr das vielleicht gar nicht nutzt. Und wie schlimm ihr es fändet, wenn man das Video dann nochmal umwursten müsste auf Facebook oder irgendwo hin, dass ich es halt leichter habe, weil wie kriege ich den Scheiß vom iPhone runter, ohne mir 1000 Zusatzprogramme irgendwie laden zu müssen. Und iTunes habe ich nicht, nein. Scheiß der Hund drauf, Aim Assist. Ich will meinen Overwatch-Rank nicht verlieren. Ich drücke ihm jetzt keine Aim Assist, weil ich da nicht ganz sicher bin. Am Anfang sah es zweimal so komisch aus, aber jeder weiß, wie es ist. Mal drücken sie total merkwürdig die Headshots und mal eben nicht. Vision Assist auf jeden Fall ganz klar on the line. Griefing hat er, glaube ich, nicht betrieben. Also ich weiß nicht, ob er seine Teammates irgendwie bepimmelt hat. Ach, ich habe keine Ahnung. Das passt auf jeden Fall so. Er bekommt hundertprozentig den Wall-Hack-Bann. Und dann ist er eh weg. Guckt euch die geile Stat-Track Nova Hyper Beast an. Hoi! Vielen Dank nochmal an Monsieur Leipzig für diesen richtig geilen Skin. Sehr, sehr edel. Geiles Teil. Nun ja, ich werde jetzt mal geschwind dann noch an die Schneiderei gehen. Es ist jetzt schon 16:30. Fick die Wurst. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Auch nochmal vielen Dank für die krasse Daumen-Action auf das gestrige Video. Diese Nicht-Lachen-Challenge ist wieder richtig brutal abgegangen, was die Bedaumung angeht. Wir hatten sehr, sehr schnell über 100 Daumen. Also das ist echt abnormal. Diese Overwatch-Sachen laufen eigentlich auch immer ganz gut. Die bedaumt ihr auch recht gerne. Gut, Hector geht. Aber bei Hector ist halt ein Horrorspiel. Da haben viele von euch Angst. Ich habe es jetzt schon geschrieben bekommen und mitbekommen, dass sich viele von euch tatsächlich nicht trauen, sich das Video oder die Videos dazu anzuschauen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich es dennoch fertig machen, weil es eine sehr große Zuschauerbasis gibt, die sich das trotzdem gerne anschauen. Das freut mich extrem. Und nach Hector kommt ja auch Resident Evil. Also von daher, vielleicht können einige von euch ihre Angst überwinden und mal vielleicht, nicht so viel in die Hosen scheißen. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich mach grad voll das scheißlustige Gesicht, ey.